Ansprüchen von Insolvenzverwaltern, wenn sie in der gängigen Praxis früherer Jahre nicht angefochten haben. Ja, vielen Dank, Hans-Werner Füttgau. Und dazu, was Sie angesprochen haben, zu dieser Debatte, kommen wir in ungefähr 10 Minuten. Ich darf Ihnen sagen, im Moment läuft hier eine Debatte zum Insolvenzrecht. Im Mittelpunkt dieser Aussprache, da steht ein Instrument des Insolvenzverfahrens, die sogenannte Insolvenzanfechtung. Das muss man vielleicht hier zum Hintergrund noch kurz erläutern. Beim Insolvenzverfahren, da ist es in der Regel so, dass die Gläubiger ja gleichmäßig abgefunden werden sollen. Und das führt dazu, dass Insolvenzverwalter beispielsweise Geld von Gläubigern zurückverlangen können, die das vor der Einleitung des Insolvenzverfahrens schon bekommen haben und damit mehr Geld als andere Gläubiger. Das, was sich im ersten Augenblick eigentlich ganz vernünftig anhört, das hat sich allerdings in den letzten Jahren zum Regelfall entwickelt und ist für einige Mittelständler ein Problem. Deswegen sieht die Bundesregierung hier Handlungsbedarf und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Rechtssicherheit schaffen soll. Wir hören jetzt mal ins Plenum rein und es spricht gerade für die SPD-Fraktion Karl-Heinz Brunner. Es will eine Ratenzahlungsvereinbarung und am Schluss sitzt der kleine Unternehmer nur noch mit den Kosten auf dem Tisch, weil er zurückzuerstatten hat. Alle drei Fälle führen zu Ergebnissen, die im schlimmsten Fall sogar die Existenzgrundlage der betroffenen Gläubiger ernsthaft zu bedrohen, weil die Rückforderung bis zu 10 Jahren betragen kann. Verständlich ist das nicht und, ich sage, gerecht allemal nicht. Diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, nachzujustieren, wo es notwendig ist, gleichzeitig aber möglichst wenig in die Systematik der Insolvenzordnung einzugreifen, das unternimmt heute in erster Lesung dieser vorliegende Entwurf. Kern der Änderung, die ausdrücklich Vermögensverschiebungen oder Bankrotthandlungen ausnimmt, weil diese keine Privilegierung verdienen, ist die Beseitigung von Rechtsunsicherheiten bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Es wurde bereits angesprochen, die Kodifizierung des Rechts des PAG. Zum Zweiten wollen wir außerdem Vertrauen in Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir stärken, verdienten Arbeitslohn auch behalten, den Entwurf auf das Bargeschäftsprivileg ausdehnen und grundsätzlich auch für die Vorsatzanfechtung nach 142 Absatz 1 der Insolvenzordnung nur noch die Anfechtung ermöglichen, wenn erstens der Schuldner und Gläubiger unlauter handelte und der Gläubiger dies auch erkannte. Und zum Dritten mit der Verkürzung der Anfechtungsfrist von 10 auf 4 Jahre. Und auch wenig interessensgerecht fand ich die bisherige Regelung zur Verzinsung in der Anfechtungspraxis, weil sie Anreize zu dessen verzögerten Geltungsmachung schaffte. Deshalb, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, sollen die Zinsen begrenzt werden, indem sie den allgemeinen schuldrechtlichen Verzugsregeln unterstellt werden. Danke an dieser Stelle, meine Damen und Herren, vor allen Dingen an Sie, lieber Justizminister Heiko Maas, für diesen Entwurf, die konstruktiven Lösungsansätze. Und ich denke, dass bei der öffentlichen Anhörung noch viele konstruktive Vorschläge auf noch wenige offene Fragen kommen. Ich schlage dies deshalb vor, weil ich glaube, dass an einigen Stellen noch Diskussionsbedarf besteht. So glaube ich, dass der Referentenentwurf aus Ihrem Haus, Herr Minister, lediglich den zivilprozessualen, also auf dem Rechtsweg erstrittenen Titeln ein Privileg in der Zwangsvollstreckung einzuräumen, also der, der ein Urteil und einen Zahlungsbefehl erwirkt, dieser einfache Handwerker, sachgerecht und angemessen war. Das jedoch jetzt vermutlich bei der Ressortabstimmung durch Streichung des kleinen Wortes gerichtlich quasi durch die Hintertür die alte, aus der Konkursordnung bekannte Fiskal- und Sozialversicherungsprivilegien wieder Einzug halten könnten, auch als Ausstandsverzeichnisse bekannt, die im einfachen Weg erstritten werden, dient weder der Sache und schon, glaube ich, nicht der Masse. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue ich mich auch nach den Wortbeiträgen und den Reden des heutigen Tages auf einen intensiven Gedankenaustausch, auf gute Anregungen in der öffentlichen Anhörung am 24. Februar und guten Ergebnissen bis zur zweiten und dritten Lesung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Karl-Heinz Brunner war das für die SPD-Fraktion. Er hat es schon angedeutet. Wir befinden uns in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs. Deswegen wird dieser Entwurf dann entsprechend in die Ausschüsse gehen. Und es wird natürlich auch noch eine Anhörung dazu geben. Jetzt haben wir aber noch einen Redner zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes. Philipp Graf Lerchenberg für die Unionsfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus, der vorliegende Gesetzentwurf soll den Wirtschaftsverkehr und die Arbeitnehmer von Unsicherheiten
im Insolvenzverfahren entlasten, die eben gerade durch die Praxis des Insolvenzverfahrens in den letzten Jahren stark hervorgerufen wurden. Es ist Ziel der Reform, die Insolvenzanfechtung in bestimmten Punkten neu zu ordnen, wie von vielen schon dargestellt worden ist, die Gläubiger in ihren Rechten zu stärken, sodass übermäßige Belastungen des Geschäftsverkehrs vermieden werden und gleichzeitig vor allem auch Rechtsunsicherheiten bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen vermieden werden können. Es sollte dabei allerdings nicht aus den Augen verloren werden, dass das große Ziel der Reform der Konkursordnung im Jahr 1994 darin bestand, dass anstelle der damals üblichen Zerschlagung der in Krise geratenen Unternehmen die Möglichkeit vor allem der Fortführung der Unternehmen im Vordergrund gestanden ist. Dieses Ziel hat sich bewährt in den letzten Jahren und es sind viele Unternehmen und damit auch viele Arbeitsplätze erhalten worden. Alle Änderungen, die wir an der Insolvenzordnung deshalb vornehmen, müssen sich an diesem Ziel messen lassen. Während der Insolvenz eines Unternehmens verändert sich grundsätzlich das Recht des Gläubigers zur Einverstreckung seiner Forderungen hin zur Sicherstellung der gleichmäßigen Befriedung aller Gläubiger. Konsequenterweise können deshalb Zahlungen vom Schuldner, die vom Schuldner in der Krise geleistet worden sind, zurückgefordert werden, damit die Gelder dann gleichmäßig auf alle Gläubiger verteilt werden. Die Frist für diese Rückforderung betrug 10 Jahre. Man muss sich nun mal vorstellen, was 10 Jahre bedeuten. In 10 Jahren kann es leicht sein, dass ein Unternehmen, was in der Krise war, sich wieder einigermaßen erholt, dann wieder in Konkurs gerät oder in Vermögensverfall gerät und plötzlich, obwohl jeder gewusst hat, dass es dem Unternehmen wieder deutlich besser geht, konnte 10 Jahre zurück eine Forderung zurückgefordert werden. Das ist ungerecht und das führt nicht dazu, dass man vernünftig mit den Gläubigern umgeht. Diese Frist wird nun durch den Gesetzentwurf auf 4 Jahre verkürzt und die Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit durch die Kenntnis der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit ersetzt. Auch der 142 Insolvenzordnung wird klarer formuliert, was Bargeschäfte betrifft, und die Arbeitnehmerrechte werden dadurch gestärkt. Es ist ausführlich schon auch dargestellt von allen Vorrednern. Wichtig in diesem Zusammenhang sind natürlich auch die Zinsforderungen, die nunmehr den allgemeinen Grundsätzen gelten sollen und nicht mehr wie bisher eine Sonderstellung erhalten haben. Problematisch sehe ich die Neuregelung des 131 Insolvenzordnung im Gesetzentwurf, nachdem für alle Zwangsvollstreckungen und damit auch für die sogenannten Zwangsgläubiger der Tatbestand der Inkongruenzanforderungen entfallen soll. Eine behutsame Änderung des Gesetzes ist das eigentlich nicht. Genügt es nicht, auf der Grundlage eines in einem gerichtlichen Verfahren erlangten, vollstreckbaren Titels erlangten Zwangshandlungen nicht mehr, wenn diese nicht mehr unter die Inkongruenzanforderungen fallen sollen? Es entsteht somit ein starker, wirklich starker Vorteil für öffentlich-rechtliche Gläubiger, da diese ja auch ihre Forderungen meist selbst titulieren können. Sie erhalten damit einen zeitlichen Vorzug vor privaten Gläubigern. Und der Grundsatz der allgemeinen gleichmäßigen Befriedigung aller Gläubiger kann damit eindeutig gestört werden. Es kann auch gefürchtet werden, dass dadurch wieder mehr Verfahren mangels Masse abgewiesen werden, weil man schlicht und ergreifend nicht mehr über die Masse verfügt, um das Verfahren überhaupt zu eröffnen. Wichtig, und ich glaube, das sollten wir uns noch ernsthaft in den Beratungen vornehmen, ist es auch, eine vernünftige Übergangsregelung zu schaffen für die Verfahren, die bereits laufend sind. Ich denke, hier haben wir noch eine große Aufgabe in den ganzen Beratungen. Ich hoffe, dass wir den Grundsatz, den ich eingangs gesagt habe, die Fortführung des Unternehmens muss Vorrang vor der Zerschlagung des Unternehmens haben, dass wir diesen Grundsatz in den anstehenden Beratungen beachten
und ich wünsche uns gute Beratungen zu diesem Zweck. Vielen Dank. Philipp Graf Lerchenfeld war das für die Unionsfraktion, letzter Redner in dieser Aussprache. Ja, er hat es eigentlich noch ein bisschen mal zusammengefasst, dieser Gesetzentwurf aus dem Hause von Bundesjustizminister Maas. Er soll Rechtssicherheit bringen bei Insolvenzverfahren, vor allem für die Gläubiger. Der Entwurf geht jetzt zunächst in die Ausschüsse. Schauen wir auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Der Bundestag hat sich ja auch in dieser ersten Sitzungswoche des Jahres in verschiedenen Debatten mit Verschärfungen, Veränderungen der Asylgesetze befasst. Gestern zum Beispiel, da wurde ja hier der neue Flüchtlingsausweis beschlossen, den Flüchtlinge und Asylsuchende direkt nach ihrer Ankunft künftig bekommen sollen, um so Mehrfachregistrierungen zu vermeiden, unter anderem. Jetzt zum Abschluss dieses Plenartages, auch dieser Plenarwoche, da werden die Abgeordneten über Änderungen im Aufenthaltsgesetz debattieren, die von den Linken und von den Grünen hier im Plenum gefordert werden. Dabei steht unter anderem die unerlaubte Einreise von Flüchtlingen nach Deutschland im Mittelpunkt. Bisher wird gegen Flüchtlinge, die ohne gültige Einreisepapiere einreisen, ein Strafverfahren eingeleitet. Allein die Bundespolizei hat 2015 über 300.000 unerlaubte Einreisen angezeigt. Allerdings nur die wenigsten Ermittlungsverfahren wegen dieser unerlaubten Einreise führen zu einer Verurteilung, denn die Strafverfahren werden eigentlich fast immer eingestellt, wenn der Beschuldigte einen Asylantrag gestellt hat, weil die Genfer Flüchtlingskonvention verbietet, Flüchtlinge wegen unerlaubter Einreise zu verfolgen. Grüne und Linke kritisieren diese Art der Strafverfolgung. Und warum? Das wird jetzt Ulla Jelpke von den Linken erläutern. Flüchtlingen die Prüfung eines Asylantrags. Andererseits werden sie aber mit einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise überzogen, wenn sie ohne Reisepass und Visum zu uns kommen, um Asyl zu beantragen. Ich meine, man erkennt auf den ersten Blick, wie absurd diese Gesetzeslage ist. Deswegen fordert die Linke heute in ihrem Antrag, klarzustellen, Asylsuchende, die zu uns kommen, sind nicht kriminell, sondern sie handeln völlig im Einklang mit unserem Gesetz. Jedes Jahr führt die Bundespolizei Zehntausende von Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise. Alleine bis August vergangenen Jahres waren es 118.000 Verfahren und es dürften inzwischen einige mehr sein. Nach dem Gesetz steht darauf eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Doch in der Realität wird nur 1% der Beschuldigten tatsächlich verurteilt. Denn nach internationalem Recht dürfen Asylsuchende nicht wegen illegaler Einreise belangt werden. Deswegen werden fast alle Verfahren wieder eingestellt, sobald die Beschuldigten ihren Asylantrag gestellt haben. Mit anderen Worten, die Polizei wird vom Gesetz her gezwungen, Verfahren einzuleiten, die zu 99% nur für den Papierkorb sind. Und mit dieser Verschwendung von Arbeitszeit, auch vor dem Hintergrund der enormen Belastung der Polizei, muss man doch endlich mal aufhören. Wir müssen einsehen, Flüchtlinge haben überhaupt keine andere Chance, als Unerlaubte hier einzureisen, wenn sie Asyl beantragen wollen. Doch es ist doch völlig absurd, ihnen diese Einreise strafrechtlich vorzuhalten. Und ich zitiere mal den Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, André Schulz. Er sagt, wir gewähren ein grundgesetzlich verankertes Asylrecht, haben aber so gut wie keine Möglichkeiten geschaffen, damit Betroffene dieses Recht auch wirklich und auf legalen Wege in Anspruch nehmen können. Stattdessen kriminalisieren wir Asylbewerber systembedingt. Zitat Ende. Und der BDK-Vertreter im Bundeskriminalamt, Andi Neumann, er sagt, die Kriminalpolizei ist in die Pflicht zu zwingen, hunderttausende Vorgänge zu bearbeiten, die juristisch folgenlos bleiben und menschlich fragwürdig sind, ist angesichts der brutalen Überlastung der Polizei in Bund und Ländern ein Skandal. Zitat Ende. Und auch die Gewerkschaft der Polizei teilt diese Ansicht und sagt, es sei unsinnig, die unerlaubte Einreise und die unerlaubten Aufenthalt strafrechtlich ahnden zu wollen. Nun kommt es ja wirklich selten vor, dass die Linke mit den Polizeigewerkschaften einer Meinung ist, aber hier auf alle Fälle ja.
Ich meine, wir sollten wirklich die Konsequenzen daraus ziehen und die unerlaubte Einreise endlich aus dem Strafrecht herausnehmen. Denn Flüchtlinge sind nicht illegal. Und wenn Sie das auch juristisch klarstellen, ist das ein wichtiges Signal an die Flüchtlinge, aber auch an unsere Gesellschaft. Die Linke geht noch einen Schritt weiter in ihrem Antrag. Wir fordern nämlich auch die Entkriminalisierung von Menschen, die Flüchtlingen beim unerlaubten Grenzübertritt helfen. Denn diese Helfer riskieren bislang 1 bis 5 Jahre Haft. Bis Mitte September 2015 wurden 2653 sogenannte Schleuser festgestellt. Um es gleich klarzustellen, es geht uns hier nicht um die bandenmäßigen Schleuser, die Leib und Leben von Schutzsuchenden aufs Spiel setzen und dafür auch zu Recht bestraft werden. Uns geht es um die aus humanitären Gründen Handelnden. Um Menschen, die beispielsweise wie Hannah L., ein syrischer Christ ist und in Essen lebt, der seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 270 Menschen aus seiner syrischen Heimat geholfen hat, aus der dortigen Hölle herauszukommen. Er ist hat 2 Jahre Haft auf Bewährung und eine hohe Geldstrafe bekommen. Und wir meinen völlig zu Unrecht. Für uns Linke stellt sich die Rettung von Menschen aus Not, ist es eine achtbare Tat. Und Menschen zu retten ist vorbildlich und man darf sie nicht unter Strafe stellen. Und ich weiß, Sie von der CDU/CSU werden hier vor allen Dingen gleich wieder sagen, fatale Signalwirkung. Und ich will Ihnen gleich sagen, ich halte das für Quatsch. Wer Gründe hat zu fliehen, bleibt nicht weg, weil es hier ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Grenzübertritts gibt. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, Flüchtlinge und ihre Helfer wegen angeblich unerlaubter Einreise zu kriminalisieren. Wer das beibehalten will, dem geht es nur darum, seine Ressentiments gegen Flüchtlinge zu pflegen. Und wir sagen, entlasten wir die Polizei, die Ermittlungsbehörden, entkriminalisieren wir die Flüchtlinge, nehmen wir die Asylgarantie des Grundgesetzes ernst. Ich danke Ihnen. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, war das. Ja, und sie sagte es in ihrer Rede selten, dass die Linke mit den Polizeigewerkschaften einer Meinung sei. Aber in der Tat, wenn man das Strafverfahren bei unerlaubter Einreise sich anschaut, dann ist das so. Auch der Bund der Kriminalbeamten plädiert dafür, diese unerlaubte Einreise zu einer Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Hören wir, was die CDU-CSU-Fraktion dazu sagt. Marian Wendt spricht jetzt. Ein schöner, kurzer Satz von dem Weltherausgeber Stefan Aust in einem Artikel der letzten Tage. Ein Staat ohne Grenzen gibt sich selbst auf. Oder anders formuliert, ein Staat, der diese Grenzen gar nicht schützt, der gibt sich selbst auf. Ein europäisches Grenzregime, das wir im Rahmen von Schengen vereinbart haben, entbindet uns auch weiterhin nicht von der Kontrolle unserer nationalen Grenzen. Und auch wenn es keine stationären Grenzkontrollen mehr gibt, wie wir sie noch vor 15, 20, 25 Jahren hatten, bleibt der illegale Grenzübertritt in die Bundesrepublik Deutschland weiterhin strafbar. Ich sage Ihnen, die illegale Einreise ist auch aus guten Gründen strafbar. Und ich führe da gerne in meiner Rede auch die wesentlichen Punkte auf. Den in der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbarten Schutz vor einer Strafverfolgung bei illegaler Einreise können die meisten Flüchtlinge in Deutschland gar nicht in Anspruch nehmen. Sie sind nämlich grundsätzlich über sichere Drittstaaten eingereist und eben nicht unmittelbar aus einem Gebiet, in dem sie gefährdet sind. So viel zur Rechtslage. Schutz haben sie auch dort, in Österreich, in Slowenien, auf dem Balkan oder in anderen Staaten, aus denen sie hier eingereist sind. Deutschland ist umgeben von sicheren Drittstaaten. Das ist nun mal unsere geografische Lage. Dass wir dennoch in Deutschland zurzeit eine so große Menge an Menschen aufgenommen haben und die nicht wegen illegaler Einreise bestraft werden, ist ein der humanitären Situation geschuldeter Umstand bemessen. Die Bundesregierung hat am 4. September 2015 erkannt, dass die Situation in Budapest und in den Regionen Südosteuropas zu kippen droht.
Wir erinnern uns alle an die Bilder vom Budapester Bahnhof. Und deswegen aus europäischer Solidarität die Grenzen hier geöffnet. Aber diese Situation, einer Katastrophensituation vom 4. September, ist kein Dauerzustand. Und wir sind bereits daran, diese Situation Stück für Stück in ein geordnetes Verfahren wieder zurückzuführen, wie die Kontrollen in Österreich und in Sachsen auch mittlerweile belegen. Auch die Zurückweisungen, wir haben davon in den letzten Tagen auch erfahren, finden statt und machen die Grenze Stück für Stück sicherer. Die Genfer Flüchtlingskonvention kann daher kein Argument sein, den illegalen Grenzübertritt in die Bundesrepublik zu entkriminalisieren. Das Argument Die Linke, man sollte als entlastendes Element für die deutschen Behörden die illegale Einreise straffrei stellen, denn dieser Straftatbestand würde ohnehin durch die Genfer Flüchtlingskonvention, das EU-Recht und das Grundgesetz aufgelöst, geht also fehl. Man könnte auch sagen, wir schaffen einfach das Asylverfahren ab. Es wäre auch eine Form von Entbürokratisierung, aber keine Form von Rechtsstaatlichkeit. Ferner gehen Sie in Ihrem Antrag auf Grenzkontrollen ein und wollen, dass der Bundestag die Bundesregierung auffordert, von grenzsichernden Maßnahmen abzusehen. Diese Forderung halte ich für naiv bis gefährlich. Aus den eben genannten Gründen der mangelhaft gesicherten Außengrenzen der Europäischen Union. Vielmehr brauchen wir bessere, effizientere Grenzkontrollen, die neben temporären und stationären Grenzkontrollen auch Schleierfahndung und sogenannte Binnengrenzkontrollen umfasst. Wir wollen keine Mauer, meine Damen und Herren, die Linkspartei kennt sich da bestens aus. Wir wollen aber eine Kontrolle derer, die in unser Land kommen. Diese Mittel, um die öffentliche Sicherheit wieder herzustellen, haben wir bereits auch unter Beweis gestellt. Ich erinnere hier an den G7-Gipfel. Da hatten wir ordentliche Einreisekontrollen, ohne dass unsere Freiheit in Europa, der lokale Grenzverkehr gefährdet war oder gar die Rechtsstaatlichkeit infrage gestellt würde. Die Effizienz dieser temporären Grenzkontrollen rund um den G7-Gipfel brauche ich, denke ich mal, nicht näher zu erläutern. Das haben wir im Innenausschuss sehr tief debattiert und, glaube ich, auch mit einem positiven Ergebnis beendet diese Diskussion. Zusätzlich ginge mit der entkriminalisierten und damit letztlich auch nicht zu kontrollierenden Einreise die Aufgabe des Schutzes des deutschen Staatsgebietes einher. In Anbetracht der Tatsache, dass die europäischen Außengrenzen nicht hinreichend geschützt werden, wäre dies ein fataler Fehler. Ihre Stoßrichtung zu Grenzen ohne jede Kontrolle lässt sich auch in einem anderen Lichte betrachten. Die Signalwirkung wäre nämlich verheerend. Gerade jetzt, wo einerseits die Ankunftszahlen wenigstens langsam zurückgehen, wäre es geradezu sträflich, weitere Anziehungsfaktoren einzurichten. Entkriminalisierung der illegalen Einreise mag in Ihren Augen vielleicht keinen so großen direkten Effekt haben und sogar gut sein. Aber die Anreizstrukturen, warum die Menschen gerade nach Deutschland kommen, besteht eben aus einer kleineren Anzahl von vielen Punkten. Die illegale Einreise straffrei zu lassen, wie auch unsere Asylbewerberleistungsgesetze, sind da weitere Punkte. Andererseits würden wir auch den Migrationsdruck in europäischen Nachbarn erhöhen, wenn Deutschland mit einmal anfangen würde, alle Grenzen zu öffnen. Denn wer litt denn zunächst unter dieser vermeintlichen Grenzöffnung, wie Sie hier beschrieben? Auch unsere Balkan-Nachbarstaaten, die ja all diesen als Weg dienen, hierher nach Deutschland. Auch das wäre ein Aussetzen von europäischer Solidarität. Der Tod der 71 Syrer in einem ungarischen LKW im August in Österreich sollte uns allen und ist uns auch eine Mahnung. Deswegen haben wir richtig gehandelt am 4. September. Schleusung zu entkriminalisieren und auch diejenigen, die angeblich aus guten Motiven in diesem Geschäftsfeld tätig sind, können wir nicht legitimieren. Die Hilfe zur illegalen Einreise ist und bleibt strafbar, und das ist doch gut so. Einen viel klügeren Schritt, und darauf möchte ich nach der ganzen Analyse eingehen, haben wir doch gestern Abend unternommen, um wieder zu sicheren Grenzen zu kommen. Mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz haben wir eine echte Entlastung geschaffen, der für alle Behörden zutage trifft und hilft, die mit der Flüchtlings- und Asylkrise betraut sind. Es ist doch ein Hauptanliegen in Ihrem Antrag, dass wir die Behörden entlasten, dass wir der Polizei wieder mehr Kraft geben, wirkliche Grenzsicherung zu betreiben und nicht nur Papier zu verschieben. Deswegen reduzieren wir mit diesem
Gesetzesentwurf, also im beschlossenen Gesetz, den Aufwand dort, wo er wirklich anfällt. Wir wissen künftig, wer kommt, wir wissen, wer bei uns ist, und es ist uns auch klar, ob Terroristen unter den Ankommenden sind. Und damit können wir auch besser unterscheiden, wer Hilfe braucht und wer keine braucht. Bei der Registrierung und Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern und vor allen Dingen bei der Abwicklung der Verfahren besteht nämlich derzeit ein Engpass. Da sind wir uns sicherlich einig. Da liegt Handlungsbedarf, den wir gemeinsam nun umgesetzt haben, und dies mit Mitteln der digitalen Verwaltung. Es freut mich daher, dass wir das ängstliche Datenschutzdenken der Zeit des Volkszählungsgesetzes ablegen und uns trauen. Sie haben ja dankenswerterweise sich sogar enthalten und damit Ihre Unterstützung zu dem Gesetz gezeigt. Das Kerndatensystem, auf das fast alle mit der Unterbringung, Betreuung und Erfassung betrauten Behörden zugreifen können, ist eben dieser mutige Schritt. Die Mittel der modernen Verwaltung zu nutzen, sollte nebenbei beispielhaft sein für unsere normalen Verwaltungsprozesse. Dort sind wir vielleicht noch nicht ganz mutig genug, aber wir werden dieses gute Beispiel als Blaupause nehmen können. Jedenfalls, die lückenlose Erfassung all derer, die Schutz in Deutschland suchen und auch derer, die sich illegal hier aufhalten, ist auch vor dem Hintergrund der Ereignisse der vergangenen Monate geboten. Die leider mittlerweile vielfältigen Anschläge in Frankreich, die Ereignisse von Köln, Hamburg, Istanbul und anderen europäischen Städten sowie die Lage im Nahen Osten erfordern eine Zusammenarbeit und einen besseren Datenaustausch unserer Sicherheitsbehörden. Das Datenaustauschverbesserungsgesetz ist dazu die nötige Grundlage. Lassen Sie mich also dazu zusammenfassen. Eine Entkriminalisierung der illegalen Einreise wäre aus verschiedenen Gründen ein Fehler. Wegen der falschen Anreize, wegen der Pull-Faktoren, auch wegen der Kontrolle derer, die ankommen. Denn wir müssen es vielleicht auch noch mal klar sagen, die Mehrheit der Menschen, die zurzeit an unsere Grenze strömen, kommen aus Gebieten, die normalerweise einem zweistufigen Visa-Verfahren unterliegen, wo insbesondere eine nachrichtendienstliche Kontrolle Bestandteil von ist. Und deswegen kommen wir mit unserem Datenaustauschverbesserungsgesetz genau zu dem Ziel, das Sie fordern, ohne unsere Staatlichkeit aufzugeben. Wir sichern unsere Grenze, wir registrieren ordentlich und wir werden auch in Zukunft in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern dafür sorgen, dass wir wieder zu einem kontrollierten Grenzzustand kommen, ohne die Freiheit, die Reisefreiheit, die Wirtschaftsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit und Europa aufzugeben und trotzdem allen Menschen, die hier leben wollen, in Schutz und auch unserem Schutz bedürfen, Hilfe zu gewähren. Ich danke und wir werden in den Beratungen weiter über den Gesetzentwurf und den Antrag beraten. Danke. Marian Wendt war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, es gibt nicht nur den Antrag der Linksfraktion, der hier vorher schon vorgestellt wurde, sondern auch einen Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion. Auch da geht es unter anderem um diese unerlaubte Einreise. Hier fordern auch die Grünen, dass die Kriminalisierung von Asylbewerbern, die ohne Papiere einreisen, beendet werden soll. Volker Beck wird das jetzt erläutern. Mit dem Strafrecht haben Sie nicht ganz verstanden. Davon, dass man es nicht zur Straftat macht, dass jemand illegal die Grenze übertritt, heißt noch nicht, dass, wenn er kein Flüchtling ist und kein Tourist und kein Visum hat, deshalb sich legal hier aufhalten darf, wenn er keinen berechtigten Grund hat für den Aufenthalt und keinen entsprechenden Titel, dann muss er das Land unabhängig von der Strafbarkeit der illegalen Einreise selbstverständlich verlassen. Diese Idee, wenn wir das hier aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen, dann wäre diese Rechtsfolge nicht mehr gegeben. Es wird damit nicht bewirkt. Das sollten Sie eigentlich soweit bei der Vorbereitung der Rede durchdacht haben. Aber Sie liegen auch noch an einem weiteren Punkt falsch. Sie haben hier was erzählt davon, dass wir umzingelt sind von sicheren Drittstaaten. Das ist soweit richtig. Das hat bloß mit dieser Materie nichts zu tun. Übrigens sieht das auch die Bundesregierung so. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Stuttgart und des Oberlandesgerichts Düsseldorf vertritt auch die Bundesregierung die Auffassung, dass der Schutz des Artikel 31 Absatz 1 Genfer Flüchtlingskonvention nichts bereits durch die Einreise über einen sicheren Drittstaat verloren geht, wenn die Flucht dort nicht schon beendet war. Soweit zu der Frage der zwingenden Straflosigkeit für Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention bei der illegalen Einreise.
Deshalb ist es doch richtig zu sagen, die Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz in Bezug auf Flüchtlinge als kaum vermeidbare Ordnungswidrigkeiten zum Zweck der Vorbringung begründeter Schutzersuchen, das macht doch alles, das macht so keinen Sinn. Das muss überwunden werden. Trotz der rechtlichen Voraussetzungen, in Deutschland Asyl zu beantragen oder auf den Flüchtlingsstatus zu erhalten, existieren nach dem Aufenthaltsgesetz Straftaten, welche nahezu jeden Antragsteller betreffen. Demnach ist die Einreise ohne einen gültigen Aufenthaltstitel, Visum, per se eine Straftat, welche eine polizeiliche Bearbeitung nach sich zieht. Gibt der Betroffene seine Absicht kund, in Deutschland Asyl beantragen zu wollen, zieht dies keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich, das ist ja auch richtig. Dennoch führt diese Gesetzeslage dazu, dass ein Großteil der Flüchtlinge in Deutschland durch die Straftat der illegalen Einreise polizeilich bearbeitet wird, was auch das Erfassen und Speichern von Lichtbildern und Fingerabdrücken umfasst. Dies ist nicht nur enorm zeitaufwendig und personalbindend, sondern erscheint unter Berücksichtigung des Mangels an legalen Einreisemöglichkeiten widersprüchlich. Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Das ist jetzt aber nicht grünen Duktus oder linken Duktus, das ist wortwörtlich der Bund der Kriminalbeamten, der nämlich sagt, wir wollen mit so einem Unsinn nicht unsere sehr wertvolle Arbeitszeit verbringen. Wir wollen weder Justiz noch Polizeiressourcen für etwas, was ohnehin zu nichts führt als zu eingestellten Verfahren, nicht binden. Wir haben, weiß Gott, Wichtigeres zu tun. Und da ist der Polizei auch wirklich nur beizupflichten. Wie bitte? Wollen Sie die Zwischenfrage? Sie dürfen eine Zwischenfrage. Ich lasse die Zwischenfrage zu, Frau Präsidentin. Wenn Sie nicht fragen, dann können wir nicht ins Gespräch eintreten. Das ist Ihre Entscheidung. Herr Grund hat es recht, dazwischen zu rufen, ohne zu fragen. Es ist absurd, dass jeder Flüchtling qua Flüchtlingsstatus mit dem Grenzübertritt eine Straftat erfüllt, und das müssen wir überwinden. Aber kommt noch absurder. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wie es denn ist mit der Beihilfe, mit ehrenamtlichen Menschen, die sich in Flüchtlingsinitiativen engagieren. Die Bundesregierung kann nicht ausschließen, dass die strafrechtlich belangt werden. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren ist der Bundesregierung nicht bekannt in diesem Zusammenhang. Ja, sagen Sie mal, wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger uns helfen bei der Aufnahme der Flüchtlinge, sich engagieren. Und wir setzen sie gleichzeitig bei bestimmten Hilfsmaßnahmen dann aus der Gefahr, dass sie strafrechtlich verfolgt werden. Das ist doch eine absurde Situation. Und es ist ja nicht so, dass das nicht passieren würde. Stichwort, Luise Amtsberg sitzt gerade da, es ist aus deiner Region, Schweden-Tickets. Die Staatsanwaltschaft überprüft die Strafbarkeit von Flüchtlingshelfern in Schleswig-Holstein, die Tickets gekauft haben, damit Leute weiter nach Schweden reisen können. Das ist doch ein absurder Vorgang. Und der Staatsanwaltschaft äußert sich, dass es rechtlich ganz hochinteressante Fragen sind, ob das jetzt vielleicht strafbar sein könnte oder nicht strafbar sein könnte. Es sei auf jeden Fall im Ergebnis nicht erheblich. Nach Eröffnung des Verfahrens wird wegen Geringfügigkeit eingestellt. Ja, sind wir denn völlig verrückt geworden, unsere Justiz mit so etwas zu belasten? Lassen Sie uns ein Signal setzen. Illegale Einreise von Flüchtlingen ist nicht strafbar. Das ist ohnehin schon so. Da muss man auch keine Verfahren öffnen. Nehmen wir es aus dem Strafgesetzbuch. Und Menschen, die Flüchtlinge unterstützen, ohne kriminelle Schleuser zu sein, sollen eben auch nicht belangt werden oder der Gefahr ausgesetzt werden, dass ihr ehrenamtliches Engagement ihnen am Ende des Tages noch auf die Füße fällt. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme für Humanität, gegen Entbürokratisierung. Und wenn wir die Ressourcen unseres Staates nicht mit sinnlosem Zeug für ihre konservative Ideologie verschleudern, dann wird es auch so sein, dass wir am Ende des Tages sagen können, wir schaffen das. Wenn Sie so weitermachen, wie Sie es tun, ist das allerdings erheblich zweifelhaft. Vielen Dank, Kollege Volker Beck. Nach Volker Beck kommt jetzt als nächster Redner hier Sebastian Hartmann für die Sozialdemokraten, sitzt er im Innenausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf den Antrag der Linken einzugehen, aber auch einfach mal die in dem Mittelpunkt stehende Frage noch mal aufzurufen. Wie werden wir Deutschen unserer internationalen Verantwortung gerecht? Wie werden wir in dieser Lage unserer Verantwortung gerecht? Und das ist eine Dimension, die es auf mehrerlei Ebene zu beantworten gibt. Und das hat eine internationale Verpflichtung. Es hat eine Verpflichtung und eine Verantwortung unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, aber es hat auch eine Verantwortung den Beschäftigten in Bundespolizei und Justizbehörden gegenüber. Die Linken greifen einen Punkt, einen Aspekt hier heraus. Es ist eine singuläre Betrachtung, aber ich möchte zu diesen Punkten auch eingehen und werde Ihnen darlegen, dass wir unserer internationalen Verantwortung gerecht werden. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist schon angesprochen worden. Und da ist die erste Verantwortung, die unser Land hat. Denn für uns gilt die Genfer Flüchtlingskonvention nicht nur dann, wenn sie nicht zur Anwendung kommt, sondern sie gilt dann auch, wenn Menschen flüchten in unser Land und sich auf sie berufen. Die Ausführung, dass auch die Einreise über einen dritten Staat eben entsprechend unter die Genfer Flüchtlingskonvention fällt, genauso wie es die Bundesregierung ausgeführt hat, ist eben auch noch mal zu unterstreichen. Aber das soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, wovor wir stehen, uns vor enorme Herausforderungen stellt für unseren Staat und unsere Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht daher der handlungsfähige Staat. Wir müssen das als unsere Verantwortung organisieren, dass dieser Staat handlungsfähig ist. Und damit bedeutet es auch, und da möchte ich einen Gedanken des Justizministers aufgreifen, dass Recht nur so viel wert ist, wie wir es auch durchgesetzt bekommen. Und das wird uns darauf lenken, wie wir das verfahrensökonomisch so gestalten, dass sich die Bediensteten in Polizei und Justiz wirklich auf das Wesentliche konzentrieren können. Ich habe ausgeführt, dass wir unserer internationalen Verantwortung gerecht werden. Und das ist auch etwas, was wir im gesetzgeberischen Tun gerade im Falle des Aufenthaltsgesetzes auch schon getan haben. Wenn wir nämlich in den Absatz 5 schauen, wird dort ausdrücklich Bezug genommen auf den Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention und dargelegt, dass Artikel 31 Absatz 1 des Abkommens über die Rechtsstellung von Flüchtlingen eben unberührt bleibt. Das haben wir abgebildet, wo wir uns international zu verpflichtet haben. Aber wir werden das auch auf der Frage der Ebene, wie wir das verfahrensökonomisch abbilden, vielleicht anders beantworten können. Und darüber werden wir zu reden haben. Und die Bundesregierung selbst hat in ihrer Antwort auf die Nachfragen auch der Linken dargelegt, dass im Übrigen nicht die Tatsache der Asylbeantragung, sondern erst der anerkannte Status als Schutzbedürftiger die Strafbarkeit wegen unerlaubter Einreise aufhebt. Ich ergänze, dass nach weitergehender Auffassung und auch nach der Rechtsprechung klar ist, dass die Genfer Konvention hier in diesem Falle mit der entsprechenden Antragstellung als Strafaufhebungsgrund wirkt. Und das gilt auch dann, wenn das Verfahren nachher bestandskräftig abgelehnt wird. Aber danach wird der Ausländer eben ausreisepflichtig und so haben wir das in unserem Verfahren auch ordentlich geregelt. Und deswegen finde ich die Überschrift Ihres Antrages, Flüchtlinge entkriminalisieren, falsch. Wir kriminalisieren Flüchtlinge nicht und das ist auch Teil unserer internationalen Verantwortung. Es ist unredlich, das Ganze hier anders darzustellen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn wir auf den zweiten Punkt des Antrages eingehen, mit der Forderung, einen Entwurf, Herr Volker Beck, darf ich Ihren Ansatz aufgreifen, den Sie den Kollegen zugerufen haben? Ist das eine Zwischenfrage? Gut, und dann fragt die Präsidentin, ob Herr Hartmann das auch möchte, dass er eine Zwischenfrage bekommt. Ja, und dann werde dann ich antworten, vielen Dank. Aber dann ich glaube, wenn meine Ausführungen zu Ende sind und Sie dann noch eine Frage haben, können Sie die stellen. Ja, Moment, das ist jetzt ein Eingriff in das Zwischenfragerecht des Kollegen Beck. Also der Beck kann jetzt was fragen. Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin und Herr Hartmann. Ich wollte Sie fragen, ob Sie Ihrer Logik folgen, wenn Sie die Linken hier da kritisieren. Die Überschrift ist natürlich ein bisschen kursorisch, das gebe ich zu. Aber trotzdem ist doch die Abfolge so, der Flüchtling übertritt die Grenze, die Polizei stellt den illegalen Grenzübertritt als Tatbestand fest, dann nimmt man Fingerabdrücke, macht ein Lichtbild, stellt die Identität fest, polizeilich. Ein Riesenprimborium, kostet alles Geld und Arbeitskapazitäten. Und dann sagt der Flüchtling Asyl. Und dann nimmt die Staatsanwaltschaft das irgendwann zur Kenntnis, macht einen Stempel drauf und sagt, eingestellt. Also ist natürlich wird der jetzt nicht strafrechtlich verfolgt, aber diese ganzen polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen, die ja Geld kosten und Ressourcen binden, finden statt. Deshalb finde ich, es ist zwar
etwas schlank formuliert, aber im Kern trifft der Grundgedanke doch die Sache. Herr Hartmann. Also ich werde mir jetzt redlich Mühe geben, aus Ihren Ausführungen eine Frage zu extrahieren. Ich darf aber mit Ihrer Antwort, ich darf mit Ihren eigenen Worten, die Sie gerade eben vor 2 Minuten hier im Plenum ausgeführt haben, die illegale Einreise ist nicht strafbar, nachzulesen im Protokoll des Bundestages vom heutigen Tage. Das haben Sie selbst ausgeführt in Ihrer Bundestagsrede. Mir ist sehr bewusst, so. Sie wollen über die verfahrensökonomische Frage reden, ob dieser Ermittlungsaufwand gerechtfertigt ist. Und ich habe zu Anfang, als ich auf Ihre Anfragemöglichkeit eingehen wollte, darauf hingewiesen, dass ich in meiner Rede dazu Ausführungen machen werde. Ich habe jetzt die Gelegenheit, Ihre Frage zu beantworten und sage, dass es andere Varianten geben wird, als das über die Frage einer Strafbarkeit zu regeln. Aber es wird darauf ankommen, bestimmte Tatbestände eben auch strafbar zu halten. Und das ist zum Beispiel das Schleusen. Und darum muss man sehr genau überlegen, wie man das entsprechend regelt, Herr Kollege Beck. Ich bin noch nicht mit der Antwort fertig. Was Sie aber gesagt haben, ist aber dann auch etwas, worauf ich auf dem Beispiel, nämlich der Verantwortung den Beschäftigten der Bundespolizei gegenüber, auch eingehen möchte. Denn es wird nach wie vor Tatbestände geben, dass jemand die Grenze übertritt, auch ohne konkreten Bezug zum Flüchtlingsstatus und damit möglicherweise ein Aufenthalt in unserem Land illegal ist. Denn würde dieser Ansatz komplett entfallen, wie er hier in diesem Antrag der Linken gefordert worden ist, wenn wir bestimmte abschreckende und generalpräventive Maßnahmen, zum Beispiel wegen Menschenhandel oder auch illegaler Beschäftigung, nicht mehr entsprechend abbilden können. Der Aufenthaltstitel gilt hier an der Stelle nämlich eben nicht nur für Flüchtlinge. Meine Damen und Herren, ich möchte auch auf den zweiten Gedanken bekommen. Wir haben die Verpflichtung, einen entsprechenden handlungsfähigen Staat zu schaffen. Das ist unsere Verpflichtung, was wir hier auch im Plenum durch eine Vielzahl von Maßnahmen und einzelnen Paketen, Asylpakete auch dargelegt haben. Wir wollen die Verfahren entsprechend auch vereinfachen. Darauf haben die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auch einen Anspruch. Wir wollen nämlich Recht und Ordnung ebenso wie Sicherheit garantieren. Aber damit haben wir eine Verantwortung auch für geordnete Verfahren, schnelle und effiziente Asyl- und Anerkennungsverfahren. Und trotzdem unserer internationalen Verantwortung gerecht werden. Mit dem Bezug auf das Schengen-System, das nicht dauerhaft außer Kraft gesetzt werden soll, und der zeitweiligen Einführung von Grenzkontrollen geht es im Kern aus meiner Sicht darum, wieder zu geordneten Verfahren zu kommen. Wir müssen wissen, wer einreist, wir müssen die Identität feststellen, wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die bei uns bleiben können, schnell in einem Verfahren ankommen, um dann auch endlich Integration beginnen zu lassen. Deswegen wird es die Forderung, die Sie in Ihrem Antrag auch aufgerufen haben, nämlich die Grenzsicherung entfallen zu lassen, die Grenzkontrollen, dazu bedarf es nicht. Es geht darum, hier entsprechend zu geordneten Verfahren kommen. Das ist der zweite Aspekt in Ihrem Antrag. Und der dritte Gedanke, den wir hier noch mal hineinnehmen wollen. Wir sind als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Verfechter eines freien und offenen Europas. All diejenigen, die meinen, mit immer mehr und höheren Grenzzäunen das Europa, was ein Konzept und eine Idee ist, sichern zu können, werden das Gegenteil von dem erreichen, denn wir wollen ja gerade ein Europa der freien Grenzen haben. Das setzt aber zwingend die Sicherung der Außengrenzen voraus und hierfür werden wir uns wieder einsetzen. Wir müssen aber jetzt an dieser Stelle die Kontrollen vor allen Dingen unter dem Aspekt betrachten, dass wir zu einer Ordnung im Verfahren kommen wollen, damit wir eben auch über die erkennungsdienstliche Behandlung weitergehen können. Und hier gibt es einen Unterschied. Die erkennungsdienstliche Behandlung der Einreisenden in unserem Land entspricht nicht denen von Straftätern. Das hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Nachfragen der Linken auch dargelegt, sondern es wird analog zum Asylverfahrensgesetz eben vereinfacht erkennungsdienstlich behandelt, weil erkannt wird, was das für ein Verwaltungsaufwand ist. Und hier komme ich zum dritten Punkt, nämlich der Verantwortung, unsere Verantwortung auch den Beschäftigten in Polizei und Justiz gegenüber. Wir werden unserer Verantwortung gerecht. Zum einen haben wir sehr deutlich uns dafür eingesetzt, als SPD-Bundestagsfraktion 3.000 neue Stellen bei der Bundespolizei. Wir haben das durchgesetzt, wir stehen dazu, wir sind darauf stolz. Wir haben die Forderungen erhoben, 12.000 neue Beschäftigte bei Landespolizeien und Bundespolizeien einzufordern. All das dient dazu, dem effizienten Staat entsprechend die Möglichkeit zu geben, auch handlungsfähig zu sein. Ich möchte aber auch den Bundespolizisten, den Landespolizisten und allen Justizbediensteten an dieser Stelle danken. Mir ist sehr bewusst, dass es eine Vielzahl von Überstunden und aufgeschobenen Urlaubstagen gibt, wenn es darum geht, hier ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Dieser Dank
gehört all denen, ebenso wie den Ehrenamtlichen, die sich darum kümmern, dass Flüchtlinge, die hier einreisen, auch entsprechend aufgenommen und entsprechend unterstützt werden. Danke hierfür. Und wir werden durch effiziente Verfahren und Gesetze diesen Menschen ihre Arbeit auch ermöglichen. Der Antrag der Linken und die Ausführungen des Kollegen Beck haben darauf hingewiesen, was der Bund der deutschen Kriminalbeamten gesagt hat. Und wir nehmen diese Hinweise ernst. Wie bereits ausgeführt, wird der Flüchtling und Asylsuchende, der aufgegriffen wird, erkennungsdienstlich behandelt. Ja, und es ist ein Verwaltungsmehraufwand und eine Belastung der Polizei und Justizbehörden. Das will niemand wegdiskutieren. Und wir reagieren da entsprechend drauf über die Verfahrensvereinfachung. Aber die Aussage alleine, dass die Fallzahl steigt auf 42.000 Fälle von 2014 auf in den ersten drei Quartalen 90.000 im Jahr 2015 oder die 118.000 beanzeigten illegalen Einreisen, ist keine Aussage darüber, dass es ein Verwaltungsverfahren ist, das keinen Sinn ergibt. Es zeigt eher auf, dass die Kontrollen eine Wirkung auch entfalten und eine entsprechende statistische Folge haben. Aber wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, um die Migration in unserem Land zu steuern. Und das muss klar getrennt werden von der illegalen Einreise und einem illegalen Aufenthalt. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und der Bund der Kriminalbeamten hat etwas ausgeführt, was leider noch nicht in der Debatte war. Sie haben in ihrer Diskussion die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz aufgerufen. Und das ist etwas, was die SPD-Bundestagsfraktion viele Jahre schon als Forderung erhoben wird. Und ich möchte diese Forderung noch mal unterstreichen, weil es uns die Gelegenheit gibt, eben aufgeworfene Fragen der Strafbarkeit, aber auch von Ordnungswidrigkeiten zu regeln. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle nämlich unserer Verantwortung den Bediensteten gegenüber im öffentlichen Dienst mehr als gerecht werden können, meine Damen und Herren. Und der Blick nach Österreich als zweiter Gedanke zeigt auch, dort ist es ein Verwaltungsverstoß, ohne dass die Frage einer sicheren Grenze in Abrede gestellt. Und deswegen werden wir diese Hinweise aufnehmen. Und das ist ein Unterschied zum Antrag der Linken. Denn hier geht es eben nicht darum, unter der falschen Überschrift der Kriminalisierung von Flüchtlingen eben eine Abschaffung oder eine Änderung des Gesetzes zu fordern, sondern wir wollen an dieser Stelle einen ganzheitlichen Ansatz statt einem singulären Ansatz. Und wir wollen das Verfahren so gestalten, dass sich die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Polizei und Justiz auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich die Verfolgung von Straftaten. Meine Damen und Herren, das ist etwas, was wir in den Mittelpunkt der Diskussion stellen wollen. Und es ist richtig, dass das jetzt vielleicht unter dem Ansatzpunkt Ihres Antrages steht. Aber ich glaube, dass das nur eine Momentaufnahme ist und nur einen einzelnen Punkt. Es zeigt unsere Verantwortung auf, für ein gesamtschlüssiges Verfahren zu sorgen. Und wenn Sie besorgt sind, dass Flüchtlinge kriminalisiert werden, so kann ich Ihnen versichern, wie ausgeführt, sie werden nicht kriminalisiert. Das ist eben das, was im Verfahrensstand schon heute ist. Aber wir brauchen auch eine internationale und eine europäische Lösung, um das gemeinsam lösen zu können. Wir merken doch im Schengen-System, dass es ohne eine europäische Lösung nicht gehen wird. Lassen Sie mich abschließend einen Punkt zum Ende meiner Rede führen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in dieser Diskussion in Ruhe über eine Verfahrensfrage reden und diese so organisieren, dass wir einen handlungsfähigen Staat haben. Darauf verlassen sich die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Das ist unsere Verpflichtung, die wir Flüchtenden gegenüber haben. Und ich meine, dass wir ein Stück weit schon auf dem Weg gegangen sind, unserer internationalen Verantwortung gerecht zu werden. Aber diejenigen, die immer weiter die Verschärfung fordern oder das kurzfristige Hektische in den Mittelpunkt stellen, werden nicht diejenigen unterstützen, die es gut meinen, die es wollen, unseren Staat voranbringen wollen. Für all das brauchen wir einen Staat, der handlungsfähig ist und eine Gesellschaft, die unterstützt wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Sebastian Hartmann war das für die SPD-Fraktion. Und einen Redner gibt es hier noch in dieser Aussprache. Volker Ulrich wird es sein für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Rechtsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! § 95 des Aufenthaltsgesetzes stellt die illegale Einreise unter Strafe. Es ist eine notwendig und gebotene Vorschrift. Das ergibt sich aus dem unmittelbaren Zweck des Staates selbst. Der Staat hat die Verpflichtung, die innere und äußere Sicherheit für seine Bürger zu gewährleisten. Daraus folgt, dass der Staat zur Aufrechterhaltung
der staatlichen Ordnung gezwungen ist. Und dies setzt voraus, dass der Staat seine Grenzen schützt. Und der Schutz der staatlichen Grenzen ist auch ein notwendiger Ordnungsrahmen, damit die Grundrechte in diesem Staat überhaupt zur Geltung kommen können, damit Bürger sich in Würde frei entfalten können, damit sie ihre Freizügigkeit und ihre Freiheit ausleben können, muss der Staat einen entsprechenden Rahmen setzen. Grenzen schränken also die Freiheit nicht ein, sondern sie erreichen, dass der Staat diese Freiheit erst gewähren kann. Und dieser Staat, unser Staat, hat den Schutz im Rahmen des Schengen-Systems an die EU-Außengrenzen delegiert. Das ist richtig. Das entbindet diesen Staat aber nicht, die Grenzen zu schützen. Und deswegen muss klar sein, solange der Schutz der EU-Außengrenzen nicht hinreichend genug gewährleistet ist, ist die Sicherung der eigenen Staatsgrenze keine Option. Sie ist eine Notwendigkeit. Und wenn wir über die Notwendigkeit des Schutzes unserer Grenzen reden, dann muss auch etwas anderes klar sein. Dieser Staat muss wissen, wer betritt unser Staatsgebiet? Wer ist er? Woher kommt er? Was will er? Das kann man nur erreichen durch wirksame Grenzkontrollen. Das kann man nur erreichen, indem auch klar wird, wer diesen Staat illegal betritt, der begeht auch eine Straftat. Meine Damen und Herren, die Strafbarkeit der illegalen Einreise und deren möglichen Abschaffung wäre auch das falsche Signal in der jetzigen Debatte. Die Humanität in diesem Land ist groß. Unser Herz ist groß. Wir helfen über 1 Million Menschen, die im letzten Jahr in dieses Land gekommen sind, um dort Zuflucht zu suchen, um Schutz zu suchen, ja, vielleicht auch, um sich ein besseres Leben zu hoffen. Und diese humanitäre Geste dieses Landes ist eine großartige Leistung, die durch ehrenamtliche Helfer, aber auch vor allem durch die Kommunen zustande gekommen ist. Aber so groß unser Herz auch ist, desto klar wird auch, dass die Kapazitäten dieses Staates begrenzt sind. Wir können das Asylrecht nur in diesem Maße gewährleisten, wie es uns gelingt, wie es Kommunen gelingt, auch eine menschenwürdige Unterbringung sicherzustellen und wie es uns auch gelingen kann, die Integration sicherzustellen. Und eine unbegrenzte Zuwanderung geht sowohl gegen das, was die Kommunen leisten können, als auch gegen den grundlegenden Grundsatz der menschlichen Würde. Deswegen ist auch eine Begrenzung der Zuwanderung notwendig und wichtig. Und eine Begrenzung der Zuwanderung ist auch das, was die Kollegen der Linken und auch der Grünen fordern. Ich zitiere: Natürlich gibt es Kapazitätsgrenzen. Wer das leugnet, ist doch weltfremd. Sarah Wagenknecht vor wenigen Tagen, Fraktionsvorsitzende der Linken. Oder ein anderes Zitat: Wenn wir weiterhin mehr als 1 Million Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen, halte ich zwar die Unterbringung in Containern für machbar, nicht aber die Integration in unsere Gesellschaft. Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Mitglied der Grünen. Deswegen, meine Damen und Herren, ist es wichtig, dass dieser Staat auch ein klares Signal aussendet. Das Signal heißt, wir können die Probleme der Welt nicht lösen, indem alle Menschen zu uns kommen. Es gibt eben eine Differenzierung zwischen den Menschen, die unseren Schutz bedürfen, und den anderen Menschen, die eben keinen Schutzgrund haben und die dann auch unser Land wieder verlassen müssen. Und genau in dieser Debatte, wo die Menschen mit großer Sorge darauf schauen, gelingt es der Politik in Berlin, auch eine deutliche Reduzierung der Zuzugszahlen zu erreichen. In einer solchen Debatte wäre es das völlig falsche Signal zu sagen, die illegale Einreise stellen wir auf einmal straffrei. Das wäre das falsche Signal und ein Signal, das wir im Augenblick nicht gebrauchen können. Meine Damen und Herren, ich lade Sie gemeinsam ein, in der jetzigen Flüchtlingskrise unsere Verantwortung in diesem Hohen Haus wahrzunehmen. Diese Verantwortung bedeutet, dass wir den Kommunen, dass wir den ehrenamtlichen Helfern
unter die Arme greifen, die so vieles für eine humanitäre Visitenkarte für unser Land tun. Und Herr Kollege Beck, ich bitte Sie, dass Sie hier keine Nebelkerzen streuen. Wenn Sie davon sprechen, dass wir ehrenamtliche Helfer kriminalisieren, dann ist das einfach schlichtweg nicht der Fall. Wenn ein ehrenamtlicher Helfer einem Flüchtling in einer Unterkunft hilft, ist das zu begrüßen. Wenn es aber darum geht, einen Flüchtling über die Grenze zu bringen, dann ist das Schleuserei und das muss auch bestraft werden. Deswegen, meine Damen und Herren, ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam an unserer Verantwortung arbeiten, die Flüchtlingszahlen deutlich zu reduzieren, damit wir Kapazitäten haben für die Menschen, die unsere Hilfe notwendig bedürfen. Das ist unsere Aufgabe. Darum bitte ich Sie, mitzuwirken. Ihren Antrag werden wir ablehnen. Volker Ulrich war das für die CSU, hat er gesprochen, und der letzte Redner hier zu dieser Debatte. Jetzt gibt es noch eine Kurzintervention von Volker Beck von den Grünen. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte nach Ihren letzten Worten Sie schon fragen, ob Sie der Meinung sind, dass die Menschen, die in Lübeck Geld sammeln für die 3.500 Flüchtlinge, die in den vergangenen 3 Wochen per Fähre von Travemünde nach Schweden gereist sind, da haben Leute Geld gesammelt, damit die das Ticket kaufen können. Ist das Ihrer Ansicht nach illegale Schleuserei oder Beihilfe zu illegaler Schleuserei und ist das strafwürdig? Der zuständige Staatsanwalt ist der Auffassung, das erfüllt den objektiven Tatbestand, aber mögliche Ermittlungsverfahren würden wohl wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Halten Sie diese Einschätzung der Staatsanwaltschaft für falsch? Und würden Sie der Staatsanwaltschaft anraten, hier rigoros anzuklagen? Herr Ulrich, bitte. Wäre schon gut, stehen zu bleiben. Ja, das tut. Das ist auch für den Rücken nicht schlecht. So, Herr Ulrich. Herr Kollege Beck, wir haben in diesem Land Gewaltenteilung. Deswegen sollte sich ein Mitglied des Bundestages nicht dazu aufmachen, über Ermittlungsmaßnahmen, mögliche Einstellungen oder auch Anklagen einer Staatsanwaltschaft zu sprechen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es dem Grunde nach auch keinen Grund für einen Flüchtling gibt, von Deutschland nach Schweden weiterzureisen, weil er auch bei uns schon sicher ist. Und es gibt auch keinen Grund, von Österreich nach Deutschland weiterzureisen, weil der Flüchtling auch bereits in Österreich sicher war. Die Wertentscheidung des Gesetzgebers ist aber folgende. Er sagt, der illegale Grenzübertritt ist strafbar. Jemand, der diesen Grenzübertritt befördert, ist wegen Beihilfe möglicherweise auch anzuklagen. An dieser grundsätzlichen Entscheidung des Gesetzgebers wollen und werden wir nicht rütteln. Danke, Herr Ulrich. Damit schließe ich die Aussprache. Das wird ja weiter lebendig weitergehen. Die Einladung nehmen wir gerne an. Es war bei Herrn Binninger gerade ein bisschen falsch verstanden. Wir haben gedacht, wir gehen zum Wirt, aber es war wohl eine andere Einladung gemeint. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 6652 und 6346 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.